Aus dem Schwechater Rathaus gibt es wieder Neues zu berichten. Wir haben mit Bürgermeisterin Karin Bayer das nun folgende Gespräch geführt. Frau Bürgermeister, die Sonne scheint, was kann es Schöneres geben, als dass der Lockdown demnächst endet? Schwächert bewegt sich langsam mit den Infektionszahlen nach unten. Ein bisschen langsamer, als wir es uns wünschen würden. Hoffen wir darauf, dass bis zum 2. bzw. bis zum 19. der Trend anhält und das, was uns versprochen wird, auch wirklich passieren wird. Wie geht es dann weiter und noch ein Stück, ein bisschen mehr wollen die Menschen? Wie sieht es denn da aus mit dem Bad? Das Bad hätte ja normalerweise demnächst auch aufsperren sollen. Also die Öffnung des Bades wäre noch vor dem 19. geplant. Derzeit gibt es noch keine entsprechende Empfehlung, wie wir damit umgehen sollen. Solange der harte Lockdown gilt, also bis 2. ist sowieso kein Thema. Ich würde meinen, dass es auch bis 19. noch kein Thema sein wird. Grundsätzlich sind unsere Herrschaften bereit und bemüht, alles so herzurichten, dass man dann relativ kurzfristig aufmachen kann. Aber eine genaue Bestimmung dazu gibt es noch nicht. Ich würde aber appellieren an alle jene Menschen, die in dieser schönen Stadt mit mir gemeinsam leben dürfen, dass wir uns vielleicht auch rückblickend auf das, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben, mal an den kleinen Schritten freuen. Ich weiß schon jetzt, die ersten Fragen werden sein, und wann geht das auch noch? Genießen wir bitte ab dem 2. die kleine Freiheit, genießen wir hoffentlich ab dem 19. die nächstgrößere Freiheit und nähern wir uns so gemeinsam und sehr sorgsam und unter Berücksichtigung von Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hände waschen, dem, was wir einem früheren Leben in Erinnerung noch haben. Ein Thema, ein allumfassendes, auch wenn alles aufsperren darf, sind die Impfungen. Wie sieht es denn mit den Impfungen in Schwechat aus? Also ganz wichtig ist natürlich immer noch diese Strategie des Testens, des Impfens und des Schauens, dass man etwaige Hotspots in der Bevölkerung lokalisiert. Das Impfen ist ein Thema, das mich und meine Kollegen und Kolleginnen seit Wochen intensiv beschäftigt. Wir hatten ja bei all unseren praktischen Ärzten die Möglichkeit, Impftermine vergeben zu lassen, respektive wurden sie über die Seite www.impfen.at vergeben oder konnte man dort einbuchen. Die neueste oder die letzte Version, die seitens des Landes beauftragt ist, lautet: in jedem Bezirk eine Impfstraße. Und man will sukzessive von den praktischen Ärzten das Impfen abziehen und nur mehr dort impfen. Warum das für den Bezirk Bruck an der Leitha ausgerechnet Heimburg sein muss, da gibt es Gründe dafür. Uns gefällt es gar nicht, weil es halt eine ungünstige, weite Anreise für die Region rund um Schwechat ist. Wir haben darauf umgehend reagiert und haben eine Lokalität hier in Schwechat angeboten, die allen Vorgaben entspricht, die so eine Impfstraße zu erfüllen hat, sei es die Infrastruktur außen rundherum, sei es die Größe, die Möglichkeit der Ein- und Ausgänge. All das haben wir angeboten zu einem Selbstkostenpreis, sprich nur die Betriebskosten ersetzen lassen wollend. Bis dato sind wir da quasi in einer Warteschleife. Ich bin in unmittelbarer Abstimmung mit dem Land Niederösterreich und man hat mir zugesagt, in dem Moment, wo ausreichend Impfstoff da ist, wird man evaluieren, ob diese eine Impfstraße pro Bezirk wirklich ausreichend sein wird. Und ich hoffe sehr stark, dass wir in Schwechat und auch die Menschen, die rund um uns herum wohnen, möglichst schnell auch hier heroben irgendwo, muss nicht in Schwechat sein, kann auch in einer der Nachbargemeinden sein, eine nähere Möglichkeit haben werden, zügig und ohne viel Aufwand zu einer Impfung zu kommen. Halten wir uns gegenseitig die Daumen, ihr könnt euch darauf verlassen, wir arbeiten nahezu täglich dran, sind mit allen entsprechenden Dienststellen in Verbindung, aber mehr als warten ist im Moment leider nicht angesagt. Impfen ist die eine Seite, die andere ist aber, sich auch anzumelden und anmelden zu können. Hier gibt es ja auch Unterstützung seitens der Gemeinde. Da möchte ich jetzt gleich die Gelegenheit benutzen und ein ganz großes Dankeschön an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bürgerservice aussprechen. An und für sich ist das Rathaus ja nur gegen Voranmeldung zu betreten. Immer dann, wenn Impftermine freigeschalten werden, öffnen wir unsere Türen. Und ich sehe es von meinem Fenster oder wenn ich rein und rausgehe, sammeln sich zwischen 60, 70, 80 Personen, die Unterstützung brauchen und diese Unterstützung auch sehr gern und sehr kompetent bei unserem Bürgerservice bekommen. Da werden verschiedene Arbeitsplätze eingerichtet, damit alle Abstände eingehalten werden können.
Einmal hatten wir in den letzten Tagen das Problem, dass das Programm von Niederösterreich abgestürzt ist. Die Kolleginnen haben teilweise mit einem Laptop oder iPad parallel zu ihrem normalen PC gearbeitet, um dann, als das Programm wieder lief, möglichst schnell aufmachen zu können und möglichst schnell Termine reservieren zu können. Ich bedanke mich bei all jenen Bürgerinnen und Bürgern, die das mit einem entsprechend charmanten Feedback, und das geht bis hin zu Blumensträußen, die gebracht werden, auch zeigen, dass sie wissen, dass das eine Sonderleistung ist, die man kaum in Niederösterreich findet. Also wir sind eine der wenigen Gemeinden, die das ganz regelmäßig, immer wenn Impftermine aufgemacht werden, propagieren wir das zuerst, damit die Leute wissen, sie können zu uns kommen. Und sie kommen dann in großer Zahl und werden von meinen Kolleginnen sehr charmant durchgeführt durch diese Registrierung, Anmeldung. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil wir gerade vorhin über Hainburg gesprochen haben. Ein wichtiger Hinweis ist, man kann sich innerhalb Niederösterreichs bei jeder Impfstraße registrieren. Der quasi Geheimtipp, der hiermit nicht mehr geheim ist, Laxenburg liegt wesentlich näher als Hainburg und wir können uns als Schwächerter genauso in Laxenburg registrieren lassen. Das ist im Moment meines Wissens die nächstgelegene Impfstraße. Und man muss genau schauen, immer wieder kriegen im Moment zumindest noch unsere Ärzte auch ein paar Impfdosen. Das heißt, einfach genau schauen, wenn sie bei uns sich registrieren lassen, die Kolleginnen wissen genau, wo sie es finden und suchen. Ich halte allen die Daumen, dass es möglichst schnell geht, damit der Genuss dieses Frühlings und des kommenden Sommers ein möglichst wirklich ungestörter sein mag.